Ich bin die Karin, ich wohne in Kirchstetten. Ich arbeite seit 9 Jahren beim Fressnapf in Wien. Ich bin 2004 in Tierschutz gekommen. Ich habe zuerst in einem Tierheim gearbeitet, in einer Wildtierstation. Und seit August 2020 habe ich meine kleine Eichhörnchen-Nothilfe gegründet. Eigentlich ist es ein Wildtierverein. Ich nehme verletzte und verwaiste Wildtiere auf und versuche, die wieder auszuwildern. Zurzeit habe ich in der Station 5 Eichhörnchen. Davon sind 4 mit Handicap, die man leider nicht auswildern kann. Eines, das ist noch relativ klein, das wird gerade aufgepäppelt. Und 4 Wildhasen, die noch mit dem Flascherl zum Aufziehen sind. Buchfink und kurzfristig als Zwischenstation 4 an Waldkauz. Die Eichhörnchen kommen zu mir zum Beispiel, wenn ein Baum umgesägt wird und ein Nest drin war, dann bringen es mir die Förster oder Waldarbeiter. Oder wenn es die Katze in den Garten gebracht hat, dann rufen mir die Leute an und bringen es mir. Das ist die Joysel, die ist jetzt seit 6 Jahren bei mir. Die ist zu mir gekommen mit einem Loch im Kopf. Das hat zwar eine Krähe gehabt, der ist ganz schlecht gegangen, die hat nicht einmal gehen oder stehen können. Dann haben wir Gott sei Dank tolle Tierärzte gefunden und mittlerweile ist sie nur ein bisschen schief noch und wenn sie gerade aufsteht, dann hat sie ein bisschen ein Kopfproblemchen, aber sonst nur leider auslassen kann man es so nicht, weil die einfach sitzen bleiben wird, wenn eine Katze oder ein Falke oder irgendwas kommt, weil die das nicht einschätzen kann. Sie hat einfach ein bisschen ein neurologisches Problem. Da drinnen wohnt der Colti. Der ist zu mir gekommen, der war 6 Wochen alt. Der hatte leider noch nicht sehr viel Glück in seinem Leben. Der ist am Boden sehr schlimm aufgeschlagen. Der hat relativ lange gebraucht, bis er sich erfangen hat. Mit ungefähr 10 Wochen habe ich ihn dann runtergebracht in die Auswilderungsvoliere. Und dort war er dann eine Woche drin. Und dann habe ich aufgemacht. Und 2 Tage später war er wieder zurück. War voller Zecken und total krank. Und da hat er richtig unten auf mich gewartet, weil er Hilfe braucht hat. Und jetzt geht es ihm wieder gut und in, schätze mal, 1-2 Wochen werde ich es dann nochmal probieren, ihn auszuwildern. Hier sind wir jetzt bei meiner Auswilderungsvoliere. Da kommen die Eichhörnchen ca. 2 Wochen lang rein. Danach mache ich auf und dann können sie das ganze Jahr immer wieder kommen zum Essen. Und auch wenn sie krank oder sonst was sind, dann kommen sie zurück und dann kann ich es da wieder abholen. Die Lebensräume werden immer weniger für die Tiere. Und dafür fütter ich das ganze Jahr, dass sie immer Angebot haben, damit man einfach wieder ein bisschen die Populationen aufstockt, dass besser durchkommen. So. Ein Eichhörnchen ist kein Haustier, weil in der Natur hat es oft ein Revier von 10 Quadratkilometer zum Beispiel. Und wenn man es im Käfig hält, haben die spätestens nach einer Woche eine Stereotypie, das heißt eine Verhaltensstörung. Die springen im Kreis, die beißen sich an, die werden wirklich krank, also es ist wirklich nicht geeignet. Das ist der Archimedes, das ist ein Waldkauz, der ist zu mir gekommen, weil die Mama überfahren wurde. Den hat mir eine ganz nette Dame gebracht, das ist schon der zweite und der wird jetzt gefüttert. Der kommt dann weiter in die Greifvogelstation nach Haringsee, weil einfach die kompetentesten Leute dort arbeiten und sie am besten auskennen mit diesen Vögeln. Der kleine Buchfink, der ist zu mir gekommen, der war noch ganz klein, teilweise befiedert, den habe ich jetzt mit Mehlwürmer großgezogen. Und der wird im Laufe der Woche ausgewildert noch. Der kommt dann in die Voliere draußen und dann wird aufgemacht und dann kann er immer gehen und kommen, wie er möchte. Vor ungefähr einer Woche wurde ich angerufen, dass 4 Feldhäschen neben einem Kinderspielplatz sind. Die Kinder haben natürlich, weil die so süß sind, alle angefasst. Dadurch nimmt es die Mutter nicht mehr an. Und dann haben sie es zu mir gebracht und ich werde sie jetzt mit dem Flascherl großziehen. Die Feldhäschen, wenn sie eine gewisse Größe haben, kommen sie dann mal in einen Außenbereich, in eine Außenvoliere. Und wenn sie kein Flascherl mehr trinken und selbstständig essen und alles, dann werden sie auch auslassen. Ich finde es einfach wunderschön, wenn man helfen kann. Und es ist für mich die schönste Bereicherung in meinem Leben.
Mein Glücksmoment ist, wenn die Tiere es schaffen, wenn ich es großziehe, wenn sie verletzt kommen sind oder krank kommen sind, wenn sie wieder gesund werden und wenn ich es in die Natur entlassen kann. Weil ich glaube, das Wichtigste für ein Wildtier ist wirklich, dass es wieder raus kann und ihr Leben leben kann.